Herzlich willkommen zur vierten Pumpkin Progress Story Update Folge mit Tim, allseits bekannt und beliebter Gast hier unter den Progress Stories. Tim, schön, dass du wieder mit dabei bist. Danke, dass ich hier sein darf. Tim ist Ende des Jahres aus seinem Auslandssemester in den USA zurückgekommen, nach Deutschland. Und ja, wir wollen mal so ein bisschen drüber sprechen, was sich seit der letzten Update-Folge bei dir getan hat. Vielleicht holst du die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal kurz ab. Wie ist dein Status quo gerade? Wo studierst du und worüber hatten wir in der letzten Progress-Story gesprochen gehabt? Ja, ich bin jetzt gerade im sechsten Bachelor-Semester in der Frankfurt School. Habe einige Investment-Banking-Praktika gemacht in den letzten zwei Jahren und bin jetzt dann diesen Sommer bei Morgan Stanley in London im Investment-Banking. Genau, du bist auch schon seit Ende deines ersten Semesters bei uns dabei oder genau kurz vor Start vom zweiten Semester war das, glaube ich, an der Frankfurt School. Und letztes Mal hatten wir dann gefeiert, dass dann die Zusage kam von Morgan Stanley, wo du eine Spring Week hattest, dass du dann quasi das konverten konntest in ein Summer Analyst Programm. Und jetzt hast du quasi über die Zeit vom Auslandssemester noch eine weitere erfreuliche Nachricht bekommen, wofür wir heute diese Progress Story machen. Ja. Was ist der nächste Erfolg? Ich bin seit September letzten Jahres Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung. Was ist die Friedrich-Naumann-Stiftung? Ist eins der 13 großen deutschen Begabungsförderwerke. Mhm. Ist eher politisch orientiert, relativ liberal, FDP-nah. Und genau. Also herzlichen Glückwunsch. Was bedeutet das, wenn man in so einem Stipendium Stipendiat ist? Also was sind so deine sag ich mal, Benefits davon? Ja, es gibt da zwei große Punkte. Einmal logischerweise den monetären, finanziellen Aspekt. Man kriegt monatlich einen Betrag zur Lebenshaltung überwiesen. Dann ist es aber auch so, das war für das Auslandssemester natürlich sehr, 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 sehr hilfreich, dass da Studiengebühren übernommen wurden, Flugkostenpauschalen, dass es das gab, dass der monatliche Betrag noch ein bisschen aufgestockt wurde über die Zeit fürs Ausland und der Master wird vielleicht auch noch ein bisschen finanziert mit. Das heißt, man hat generell so diesen finanziellen, monetären Aspekt. Dann gibt es aber auch noch den ideellen Aspekt. Ja, es sind dann spezielle Workshops, Seminare, die man dann hat, entweder online oder vor Ort, im Inland, im Ausland, wo man dann eben über die, jetzt in dem Fall eher so liberalen Werte so ein bisschen spricht. Das heißt, es ist eine klare Weiterbildung irgendwie von dir. Du bekommst nochmal gewisse Soft- und Hard-Skills irgendwie mit an die Hand. Du baust hier ein Netzwerk auf. Aber auch B, quasi eine relativ ordentliche finanzielle Entlastung auch. Ne? Das sind dann mehrere hundert Euro im Monat. Irgendwie Auslands- oder Semestergebühren werden bis zu mehreren tausend Euro pro Semester irgendwie übernommen. Also da kommt schon eine gute Summe zusammen. Wie hat dir das Coaching jetzt bei dieser Bewerbung geholfen? Ja, also es gibt Nuri, der ist eben der Coach für die Stipendien- und Masterbewerbungen. Und ich glaube, initial war schon mal sehr, sehr viel wert, überhaupt zu wissen, okay, welche Stipendien gibt es überhaupt. Weil ich glaube, es ist nochmal ein bisschen undurchsichtiger wie jetzt diese ganze Praktika-Welt. Da erstmal so ein Bewusstsein für zu entwickeln, okay, es gibt überhaupt erstmal, die sind politisch orientiert, dann gibt es welche wie die SDW, die sind ja mehr so auf dieses Unternehmerische aus und die Studienstiftung, die wirklich mehr so auf dieses Akademische zielt, da irgendwie mal so eine Unterscheidung zu machen. Dann aber auch so das Bewusstsein dafür zu entwickeln, okay, du hast eigentlich ein Profil, was für ein Stipendium in Frage kommt. Aber ich glaube, viele Leute da draußen denken, man braucht ein 1-0er Abi oder 1-1 im Abi und braucht irgendwie noch x Engagement und muss irgendwie den Mathepreis in der Schule gewonnen haben oder was auch immer, um dafür in Frage zu kommen. Klar, wie früher du im Studium bist, desto sinnvoller und hilfreicher ist das Abi, aber es ist halt nicht alles. Mhm. Ich hatte zum Beispiel auch nur ein 1,9er Abi und ich glaube, wenn da jetzt Nuki nicht gewesen wäre, der gesagt hätte so, hey, probier's, das kann klappen mit der richtigen Bewerbung, hätte ich es auch gar nicht erst versucht. Und dann natürlich ist Nuri mit mir die nötigen Schritte abgegangen von Motivationsschreiben, beziehungsweise es waren, glaube ich, vier, fünf Fragen, die man beantworten muss. Da musste man aber auch ein Video machen, wo man in einer Minute erklärt, was Freiheit für einen bedeutet. Und dann haben wir aber dann auch noch das Auswahlgespräch an sich vorbereitet, Mock-Interviews gemacht und generell diesen gesamten Weg einfach mit einer Person durchzugehen, die auch selber sehr, sehr viele Stipendien hat, war natürlich enorm hilfreich. Und das ist natürlich eine Sache, das machen dann viele andere Leute auch, die sich auf so ein Stipendium bewerben. Und wenn man da diese Möglichkeit hat, dann macht es natürlich Sinn, sowas wahrzunehmen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Es geht jetzt da nicht darum, dass da irgendwie, denen von so einem Stipendium irgendwas vorzumachen, was du nicht bist oder sowas, sondern es geht einfach nur daran, dass man halt es schafft, das, was du sowieso schon hast, halt sauber zu präsentieren, sauber darüber klar zu werden, okay, was sind relevante Punkte in meiner Story, was sind vielleicht nicht so relevante Punkte, um das halt einfach sich da sehr gut drauf vorzubereiten. Ne? Ja, ich glaube, gerade bei einer
bei einem Förderwerk, was eher ein bisschen so in diese politische Richtung geht, musst du halt irgendwie gucken, dass die Werte, die du in irgendwie deiner Vergangenheit und deinem Lebenslauf hattest, dass du die halt einfach sauber über die Werte der Stiftung legst, dass sie merken, okay, ja, das funktioniert, so das passt. Ja. Und gerade auch dann beim Auswahlgespräch, die wollen dann einfach eine Person haben, die wirklich authentisch ist. Mhm. Und die dann nicht sagt, so, ja, Liberalismus und Freiheit, das ist genau das, aber obwohl die eigentlich genau wissen, so, das sagt er nur, dass er irgendwie hier vielleicht reinkommt. Deswegen, Authentizität in dem, was du gerade in deiner Stipendienbewerbung machst, ist einfach enorm hilfreich. Und da nochmal wirklich so einen zweiten Blickwinkel drauf zu haben, die auch kritisch hinterfragt, so, hey, kann man das vielleicht nicht irgendwie nochmal ein anderes Licht drücken? Weil an sich ist es ein guter Punkt, aber der geht vielleicht in der Frage ein bisschen unter, den kann man vielleicht in anderen Fragen noch ein bisschen besser herausstellen. Oder dann auch, wie strukturierst du deine Story sauber in dem Auswahlgespräch, weil es immer noch ein bisschen was anderes, wie wenn du eine Selbstpräsentation für ein Praktikum hast. Ja. Oder ob du dich für ein Stipendium bewirbst. Von daher, das waren alles Punkte, die einfach enorm geholfen haben. Ja. Wie geht das bei dir weiter? Ne? Also im Sommer steht das Internship dann an bei Morgan Stanley in London. Mhm. Was sind weitere Schritte, die noch geplant sind? Auf jeden Fall ein Master. Mhm. Ob es jetzt ein Jahr ist oder zwei Jahre, ob es ein Double Degree ist oder nicht, sei noch ein bisschen dahingestellt. Es kommt dann auch ein bisschen darauf an, wie der GMAT wird, wie die Endnote im Bachelor wird, welche Opportunitäten sich vielleicht vorher aufgeben. Ja. Aber der Master ist auf jeden Fall geplant, auf jeden Fall im europäischen Ausland. Und dann möchte ich mir auf jeden Fall nochmal Beratung angucken oder Private Equity oder Startup oder Venture Capital oder wie auch immer. Mhm. Einfach mal noch so ein bisschen was anderes zu sehen und dann mal gucken, wo es hingeht. Das heißt, du bist noch relativ offen, relativ flexibel. Ja. Hast noch eine Weile vor zu studieren. Ja. Ja. Und uns damit natürlich auch als Pumpkin-Member noch eine Weile erhalten zu bleiben. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht die letzte Progress-Story sein, die ihr mit dem Tim seht. Wenn ihr Fragen habt irgendwie zu Pumpkin, zum Coaching, dann haut den Tim gerne an. Irgendwie, ne? Natürlich auch vor allem, wenn ihr irgendwie Fragen habt, irgendwie zu fortgeschrittenen Interviews irgendwie im Investment Banking beispielsweise. Ihr kennt sich ja auch sehr, sehr gut aus irgendwie mit unserem Track-Programm. Ja. Das heißt, auch da, wenn ihr Elite-Coaching-Member seid, irgendwie das ein bisschen verfolgt, fragt da den Tim gerne. Der kann euch da gerne auch eine Einschätzung geben, ob das in eurem Fall Sinn macht oder ob es keinen Sinn macht. Ne? Da darfst du auch gerne ehrlich sein. dann danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Hier, Tim, weiterhin viel Erfolg. Danke. Ne? Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut.